Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Video von JTE Business. Wie immer mit dem guten Vito. Hallo. Und mir, der Jasmin. Und heute geht es um Farben. Nein, wir machen jetzt keine Farblehre, welche Farbe plus welche Farbe ergibt was. Wir machen auch kein Rätsel diesbezüglich, obwohl einige der Sachen tatsächlich zum Rätseln aufgeben, sondern es geht darum, welche Farben haben welche Wirkung auf andere Menschen und warum fasziniert uns das eigentlich so? Also, und Sie merken schon, Jasmin moderiert, damit der Blinde nicht von der Farbe reden muss. Er ist ja vor ein paar Jahren erblinde, das heißt, er kennt Farben noch, obwohl er ein starker Verfechter der Meinung ist, dass Männer sowieso nur 16 Farben sehen. Genau. Und der Unterschied zwischen Senf, Pfirsich, Orange und ja. Und Sonnengelb ist... Keine. Gelb. Genau. Und mit so Farben wie Khaki kommt einfach nur ein... Oder Pfirsich ist eine Frucht und keine Farbe. Genau. Deswegen, fangen wir doch mal an. Also es gibt Farben, die waren sehr lange Zeit bestimmten Personen vorbehalten, weil sie entweder eine bestimmte Definition hatten, also wie zum Beispiel ein Bestatter, der Tod ist in der westlichen Welt immer schwarz, in der östlichen Welt ist es weiß. Deswegen niemals in der östlichen Welt, wenn auf eine Hochzeit gegangen wird und es ist traditionell östlich ja in Schwarz kommen. In Weiß kommen. Kommt ein bisschen blöd. Ne? Auch wenn sich auch in Asien inzwischen, wir reden hier von der asiatischen Welt übrigens, auch wenn da inzwischen das weiße Brautkleid sich durchgesetzt hat. Langsam, ja. Also das ist dann auch der westliche Einfluss. Aber wenn sie halt eben eine traditionell buddhistische Hochzeit in Indien oder so haben, kommen sie nicht in Weiß. Das kommt blöd. Und genauso Rot. Rot war den... ja, fürstlichen Leuten vorbehalten. Also den Adligen und Herrschern. Was damit zu tun hatte, dass die Farbe Rot relativ selten in der Natur zu finden ist. Es gab da, jetzt habe ich den Namen von dieser Blüte vergessen, die damals so bekannt war, um die aufzutreiben, war sehr schwer. Und deswegen war Rot sehr selten. Also der Farbstoff ist sehr schwer herzustellen. Ich kenne jetzt nur die Rottonart Purpur. Und die wurde aus Schnecken gewonnen. Genau, Purpur gab es auch, das waren Schnecken, ja. Es gab für Rot für so eine Blüten, die waren aber nur sehr schwer zu bekommen. Die gab es schon für den südlichen Teil der Erde. Und Purpur wurde aus Schnecken gemacht, weswegen das ihm gerne für die Herzogen und Königen waren. Genau, und da haben wir nämlich auch einen lustigen Effekt. Während zum Beispiel so die Familiären, die Geistlichen, die... Leute, die gerne harmonisch mit anderen zusammenleben, sich um Nächstenliebe kümmern und so weiter, die werden zum Beispiel gerne blau dargestellt, weswegen, also die, nicht die Maria, Jesus Maria, sondern irgendeine andere... Doch, Maria hat aber auch so ein blaues Gewand an. Da war es doch Maria, genau. Die hatte nämlich ein blaues Gewand an, beziehungsweise in vielen Bildern sieht man das noch mit dem blauen Gewand. Und deswegen war das nämlich früher tatsächlich so, dass die typische Frauenfarbe, sprich Familie, Nächstenliebe und so weiter, blau war. Und die typische Männerfarbe, so ein Purpur bis Rot, von wegen, oh, ich bin voll der Herrscher. Tatsächlich in den letzten 150 Jahren war es, glaube ich, ja, ist das erst gekippt, dass es inzwischen andersrum ist, dass Blau die typische Männerfarbe ist und Rot bzw. Rosa die typische Frauenfarbe. Wobei ich da nochmal einhaken muss, die Farben waren früher ganz schwer den Ständen vorbehalten. Schwarz war zum Beispiel die typische Farbe der Geistlichen. Und die Rot war halt für Adlige vorbehalten und es konnte auch ernsthafte Konsequenzen haben, wenn man es sich zwar leisten konnte, aber trotzdem diese Farben trug. Also das wurde auch strafrechtlich geahndet und wir alle wissen, dass das Strafrecht im Mittelalter nicht gerade sehr kreativ oder sonderlich komplex war. Oder zimperlich. Genau, das erstmal dazu. Deswegen Schwarz, hat Vito gerade gesagt, war den Geistlichen vorbehalten, Purpur und Rot den Bischöfen und Königen. Wobei Rot eben auch heißt Achtung. Genau. Ja. Das macht Rot nicht nur. Der König kommt. Das macht Rot nicht nur alleine, aber es hat sich halt etabliert, weil es eben eine seltene Farbe war und dadurch besonders auffiel. Mensch, Rot, oh, hier ist was. Zwischen ist es eben die typische Warenfarbe, die Achtungsfarbe. Na, Rot kommt halt in der Natur eher selten vor. Wird auch von Tieren als Warnung eingesetzt. Wenn zum Beispiel der Pavian seinen roten Arsch hinzeigt, dann rennt er meistens von einem weg. Und das ist das Zeichen für andere Paviane, dass sie vielleicht hinterher rennen sollten. Genau. Jetzt kommen wir mal zu einem lustigen Effekt, nämlich der Farbe Blau. Jetzt würde man sagen, Blau, ne? Das ist so überall. Himmel, Meer,
wenn ich zu tief ins Glas getrunken geguckt habe. Das war der Zustand, und nicht die Farbe. Ach ja. Oder wenn ich dir eins aufs Auge gebe, dann wird das doch auch blau. Blau ist doch eigentlich relativ häufig, ne? Eben nicht. Vom Visuellen her ja. Vom tatsächlich Greifbaren nicht. Jetzt kannst du reden. Genau, weil der Himmel ist nur aufgrund der Tatsache blau, dass das Licht zu Docken gebrochen wird, die anderen Frequenzen. Das Wasser ist auch nicht unbedingt blau. Wasser ist auch gerne mal grau oder grün oder... Also in der Nähe vom BASF-Werken vielleicht auch mal blau, ja. Also dann so schön leuchtend Baby-Hellblau. Aber ansonsten der Ozean an sich, ne, also blau kam mir da jetzt in den Sinn. Am Karibik-Sandstrand, gut, da ist es schon azurblau, aber das ist das Seltenste. Forelle-Blau ist auch nicht blau. Forelle-Blau tut auch noch so. Und an sich kommt blau in der Natur sehr selten vor, weil der blaue Farbton sehr schwierig natürlich herzustellen ist. Durch gewisse chemische Sachen. Also es gibt ein paar subtropische Vögel, die sammeln blaue Sachen wie blöde, um damit eben besonders aufzufallen in der doch grünen und braunen Umgebung. Genau. Und deswegen ist blau auch eine sehr, sehr seltene und damals auch sehr begehrte Farbe. Und es hat ziemlich lange gedauert, noch weit nach der Farbe Rot, die man etablieren konnte, bis man blau, ich sag mal, herstellen konnte. Also ich sag mal so, ich als Thüringer bin da natürlich vorgeprägt. So ein ganz tiefes Dunkelblau konnte man schon herstellen, und zwar aus der Weidpflanze. W-A-I-D. Da gab es dann die Weidfärbung, und das wurde dann quasi ein großer Sud gemacht, und da konnte man dann Farbe herstellen für Keramiken. Man hat zum Beispiel viele Tischdecken, das fange ich auch schon so an, und Tücher damit hergestellt. Also dieses klassische Dunkelblau, was auch als Halstuch oder so gar nicht getragen wurde, das ging. Ja. Allerdings wurde der Weid in Europa dann im 17., 18. Jahrhundert durch den Indigo verdrängt. Das ist dann, glaube ich, auch die Blüte, die du meintest, die blau macht. Und also die Farbe blau, den blauen Farbstoff herstellt, wenn man sie malt. Und das ist dieses ganz kräftig sättigende Blau, was wir heutzutage kennen. Heute gibt es natürlich noch andere Blaus durch Kaliumpermanganat und sowas. Aber das reine mittelalterliche Blau war fast immer weit gewesen. Also weit. Und das war schon unser ganz dunkles Blau. Genau, in der heutigen Welt hat sich Blau dafür etabliert, dass etwas zuverlässig ist. Genau. Nachrichten sind zum Beispiel immer blau, also die Einblendung, diese technische Sachen auch. Diese Bauchbinde, die da immer durchläuft mit den Aktienkursen, die ist immer blau hinterlegt. Ja, Gas, Wasser, genau. Auch blau, selten rot, eher blau. Also es gibt bestimmte Berufszweige, wo eben Vertrauen benötigt wird. Wenn sie Vertrauen ausstrahlen wollen, dann ist blau das Mittel der Wahl. Es wirkt kühl. Also sprich, wenn sie einen Raum blau anstreichen, werden die Leute immer so ein bisschen frösteln, wohingegen rot, ähnlich wie das Blut, na, oder die Liebe, immer etwas Wärmeres ausstrahlt. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit der Wellenlänge? Rot ist auf jeden Fall die kürzere. Es gibt ja Ultraviolett, das ist extrem kurzwelliges Licht, was auch sehr energiereich ist. Ach, deswegen und warm, rot genau. Ist langwelligeres, wärmeres Licht. Und nach Rot kommt dann Infrarot, und das ist schon nur noch per Wärme spürbar. Also allein die Farbe Rot transportiert schon Wärme, während Blau halt eben Kälte, aber dafür energiereicher ist. Genau, so. Das heißt also, wenn Sie Vertrauen ausstrahlen wollen, also zum Beispiel den Betriebsrat als Beispiel, ja? Genau. Und, oder Psychologe, möchte halt Vertrauen schaffen, Blau passt. Wenn Sie in der Technik unterwegs sind, Blaumann, den kennt man ja, genau. Funktioniert auch bei Klempnern. Und wenn Sie sagen wollen, Achtung, aus dem Weg, ja, jetzt Vorsicht, dann rot. Genau. So, dann haben wir noch die Farbe grün. Das steht für Hoffnung und Unbeschwingtheit. Ja. Allerdings auch für den Neid, grün vor Neid. Ja, also der Frühling kommt, alles wird grün, ja, und bei den Menschen und den Tieren regt sich wieder Hoffnung. Das Leben kommt quasi zurück, die Wärme kommt zurück, der blöde Winter ist vorbei. Endlich. Und ja, vom Eise befreit sind Strom und Bäche, denen das noch bekannt vorkommt, da wird das auch gedichtet oder bedichtet oder wie man das auch mal ausdrücken will. Und deswegen hat Grün etwas Erfreuliches, transportiert eine Art Hoffnung mit da drin. Und das Leben, das halt eben das Leben jetzt wieder sprießt, weil halt alle Pflanzen wieder grünen und Blätter ausschlagen. Genau, das könnte zum Beispiel zu Hebammen gut passen. Genau.
Grün ist zum Beispiel auch im medizinischen Bereich sehr gern verwendet. Also jetzt weniger die Krankenschwester, die muss weiß sein, damit sie Sauberkeit und so ausstrahlt. Aber zum Beispiel im OP-Bereich ist sehr viel Grün. Grün beruhigt wohl auch. Und sowohl der Chirurg als auch die OP-Schwestern und alle, die sind meistens alle grün. Und die OPs sind auch gerne so hellgrün gefliest. Wobei das zum Glück nicht mehr ist, weil das sieht wirklich schlecht aus. Also diese typischen grünen Fliesen, das erinnert mich immer so an Badezimmer aus den 80ern oder 70ern. 70er, ja. Am ein besten, Traum in Popelgrün? Ja, am besten noch mit senfgelben Duschvorhang. Das oh war, yeah, Gott deswegen. Wo man sich so schön seine Mango-Jerry-Koteletten bürstet und fein schneidet. Genau. Gelb als Zwischenfarbe ist sowas wie, ach, guck mal an, nett. Ein kurzer Hals. Dann ist aber auch schon wieder vorbei. Auch sehr auffällig. Weswegen wir halt gerne auch in den Business-Welt den Ampelcode verwenden. Ja, rot für Achtung, gelb für mal im Hinterkopf behalten und grün, alles super. Bitte beachten, ja, das machen ganz viele immer noch nicht. Es gibt, ich glaube, 8% der Menschen sind rot-grün blind. 10% aller Männer. Oder 10% aller Männer. Mehr. Auf jeden Fall eine zweistellige Prozent aller Männer sind rot-grün blind. Und die sehen dann, ich war vorher zufällig auch rot-grün blind, bevor ich dann ganz blind wurde. Den Witz dazu bringe ich noch. Und die haben Probleme mit Rot und Grün. Den können sie Rot und Grün und Braun nebeneinander hinhalten. Braun ist ja auch noch die Mischung aus Rot und Grün. Und da werden sie echt Zufallsergebnis finden. Solange das nicht gerade die allerstärksten Farben sind, oder jeweils, wird das schwierig, aber wenn die so eher matt sind und selber nicht leuchten, ist es ganz schwierig. Also bestes Beispiel, wenn Sie mal wissen wollen, wie ein rot-grün blinder Mensch Farben erkennt, gehen Sie mal bei Wikipedia rauf, da sind zwei Bilder von Obstständen abgebildet. Genau. Der eine ist halt voll mit Äpfeln, die halt auf der einen Seite rot und auf ein bisschen an der Seite grün sind, daneben liegen ganz grüne und ein rot-grün blinder Mensch sieht alles grün. Das eine ist ein bisschen heller grün, das andere ist ein bisschen dunkler grün, aber es ist alles grün. Das heißt, die Farbe Rot wird nicht, kann nicht wahrgenommen werden. Das heißt, da fehlen die Rezeptoren in den Augen, genau. Weswegen das halt nicht triggert. Ähnlich ist übrigens auch mit anderen Farben. Also wir können Ultraviolett und so nicht sehen, weil uns die Rezeptoren im Auge fehlen. Mhm. Es ist, glaube ich, sogar ein Überbleibsel aus ganz, 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 ganz frühen Tagen des Menschen. Die Farben, die vorher früher in der Natur permanent vorkamen, dafür sind die Rezeptoren da. Das ist vorwiegend grün und blau und auch gelb, aber selten rot. Rot gab es ziemlich selten in der Natur. Genau. Und deswegen sind die Rezeptoren dafür auch nicht so wichtig. Und deswegen haben sich die auch relativ spät erst entwickelt. Und primär da eben dann auch in den Regionen, wo eben Rot doch ein bisschen wichtiger wurde. Und logischerweise hatten dann auch die Tiere, die Rot wahrnehmen konnten, gewisse Vorteile gegenüber denen, die es nicht machen konnten, bei Früchten und Ähnlichem. Und deswegen hat sich das eben durchgesetzt. Wobei ich dir in Bezug auf das UV-Licht nochmal dich ergänzen muss. Hm? Und zwar wird das ja, wie wir alle wissen, in der Linse bzw. an der Haut davor rausgefiltert. Also nicht, dass uns etwa die Rezeptoren dafür fehlten, denn es gibt Berichte von Leuten, die keine Linse im Auge mehr haben, die dann quasi nicht mehr anpassen können, sondern nur noch auf eine Stufe scharf sehen oder deren Linse stark beschädigt ist, dass die zum Beispiel das UV-Licht an Kassen sehen können. So als ein ganz hell, stark blaues Leuchten. Es gibt ja diese Registrierkassen und das läuft ja per UV-Licht und das können die dann teilweise sehen. Und ich weiß auch jetzt nicht, welcher es war, entweder Cézanne oder Claude Monet, der hatte auch so eine graue Star-OP an der Linse des Auges und danach wurden seine Bilder auch viel leuchtender und farbintensiver quasi. Hm. Und etwa, weil viel mehr quasi Blau in den Farben mit drin war, weil er quasi doch ein bisschen mehr Ultraviolett gesehen hat. Also das UV-Licht, das fehlt uns nicht der Rezeptor, es wird nur zu Sicherheitsgründen aus dem Auge rausgefiltert. In der Linse schon vorne. Ja, okay, dann war das so rum. Ja, also nehmen Sie für nicht unbedingt den Ampelcode, das ist immer ein bisschen blöd. Verwenden Sie stattdessen zum Beispiel die Farbe Blau. Also statt Rot nehmen Sie meinetwegen Blau oder Pink, irgendwas in die Richtung.
und ersetzen sie die Farben, also nicht immer rot und grün immer abwechseln, weil irgendwann kommt dann halt mal der Punkt, dass einer das nicht erkannt hat, sagt, das ist doch alles in Ordnung. Und sie sagen, sind sie blind? Ja, wie groß soll ich denn den roten Böbel dann noch machen? Ja, und dann, ach, das ist rot. Ja, genau. Blöd aneinander vorbeigeredet. Und deswegen, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll. Deswegen kommen wir schnell zum nächsten Satz. Ich habe hier noch grau und beige aufgeschrieben. Also grau und beige, dann sind so sehr unauffällige Farben. Und es ist zum Beispiel in der Soziologie inzwischen auch so anerkannt, dass Leute, die grau und beige tragen, ein bisschen unsichtbar sein wollen. Das klappt zwar jetzt nicht so unsichtbar wie Iron Man oder so, aber die fallen in der Masse nicht auf. Die kommen einem entgegen und durch die grauen Beige ist das kein Augenreiz, wie zum Beispiel eine Frau in einem knallroten Kleid oder so, sondern die gehen so in der Masse unter und in der auch schon doch recht grauen und beigen Umgebung oder gräulichen, asphaltierten Umwelt. Und deshalb tragen das gerne Leute, die untergehen wollen. Rentner zum Beispiel, die nicht auffallen wollen oder auch gerne, die gerne nicht auffallen wollen, tragen zum Beispiel sehr oft grau. Ja. Wollte ich dazu nur erwähnt haben. Also grau und beige, das sind so die typischen Allerweltsfarben. Das ist beige. Und außerdem auch gerne, durch das Betongrau, das gute alte Waschbeton und Asphaltgrau. Und wenn man sowas trägt, dann hebt man sich nur schlecht davon ab. Oder ein Hellgrau im Winter. Man sieht nur grauen Hut, graue Jacke, graue Hose, schwarze Stiefel und der Typ dazu verschwindet vollkommen vom grauen Asphalthimmel. Richtig, gleicher Effekt mit Autos. Lieblingsfarbe der Deutschen ist Silber, nach wie vor. Weiß holt wieder auf, Schwarz hat Weiß längst überholt, aber immer noch nicht Silber überholt. Genau, und also Silber, Schwarz und dann... Silber ist nichts weiter als ein bisschen glitzerndes Grau. Grau-Metallic. Genau, und so ein Auto an einem wolkenfangenen Tag auf Asphalt bzw. auch genau. Beton. Da fällt man auch nicht auf. Tarnfarbe schlechthin. Ist auch übrigens auch das perfekte Fluchtfahrzeug für Banküberfälle. Wollte ich nochmal so empfohlen haben. Silberne C-Klasse, genau. Da oder Golf oder sowas. Ja, welchen von den 20.000 in Berlin? So, und als letztes habe ich noch einfach nur einen Tipp. Und zwar bei Businesskleidung. Ja. Die wir beide nicht unbedingt ständig tragen. Gibt es so eine Art Grundgesetz, Ideologie. Mhm. Und zwar oben was Helles. Ja. Das symbolisiert quasi, dass sie mehr mit dem Kopf agieren als mit den Händen. Sprich, sie haben sich nicht dreckig gemacht, sie achten auf ihr Äußeres, deswegen oben meistens weiß, was Helles. Ja. Wohingegen unten, insbesondere bei den Schuhen, ein Schwarz empfohlen wird, weil es wirkt erdend. Quasi genau. Ich stehe mit meinen Füßen fest auf der dunklen Erde, genau. Ja, auf Schwarz. Und deswegen, das wirkt ankernd. Genau, auf dem oftmals auch sehr dunkelgrauen Büroteppich. Genau, also Sie können natürlich, wenn Sie im technischen Bereich unterwegs sind oder eben Vertrauen ausstrahlen wollen, ein blaues Jackett, ja, weißes Hemd, blaues Jackett. Weißes Hemd und eine blaue Jeans reichen schon vollkommen aus. Wenn es nicht Anzug sein muss, von blauen und roten Jackets und Blazern rate ich dringend ab. Es sei denn, Sie wollen aussehen wie ein Immobilien- oder Versicherungsmakler aus den 90ern. Ach so, okay. Also farbige Jackets. Sind wieder durch. Der Trend ist etwas vorbei. Okay, dann vergessen Sie das. Aber auf jeden Fall schwarze Schuhe. Schwarze Schuhe sind auf jeden Fall Business-Pflicht. Und von oben nach unten gehend dunkler werden. Genau. Und nicht in Zebra oder gar andersrum. Also Sie können natürlich zum Beispiel auch weißes Hemd und dann im Sommer eine weiße oder eine beige oder so sandfarbene Grobleinenhose tragen oder so. Sie müssen nicht unbedingt die feine Polyesterhose auftragen. Also von weiß nach beige ist auch schon dunkler oder von weiß nach Sand. Mhm. Ne? Und trotzdem sehen sie einigermaßen sommerlich aus, müssen jetzt nicht im Hochsommer mit der tiefschwarzen Hose rumrennen. Da gibt es auch noch andere Farbkombinationen oder ein schönes Anthrazit oder so. Geht auch noch. Bei Frauen ist es nicht ganz so schlimm, also da gibt es mehr Freiraum, in dem man sich bewegen kann. Das ist kein Problem, aber bei Männern ist das doch recht spezifisch vorgegeben. Die Business-Uniform. Der Pinguin. Genau. So, haben wir noch Zeit für den Witz? Dann kommt jetzt zum Abschluss noch der Witz. Der Witz. Ein Blinder kommt in die Bar, hat seine Armbänder, die ich jetzt hier gar nicht trage, und hat drei
Schneeflocken, also so Schneekristalle drauf, fragt der Barkeeper. Was bist du denn für einer? Ich bin schneeblind. Kommt der nächste Blinde rein, hat drei Panzer statt den schwarzen Punkten auf der Armbinde. Was bist du denn für einer? Ich bin kriegsblind. Kommt der dritte rein, hat drei Gänse auf der Armbinde. Fragt der Barkeeperin, was bist du denn für einer? Ich bin ganz blind. Ja, der war so trocken, da hinten ist einer verdurstet. Ja, der staubte etwas. Ein wahrer Schenkelklopfer für Beinlose. Genau. Damit verabschieden wir uns. Mit so einem schlechten Karlauer. Genau. Und Rauswasser. Freuen uns, wenn wir Sie in der nächsten Folge wieder mit begrüßen dürfen. Für mehr schlechte Witze abonnieren Sie jetzt und drücken Sie auf die Abo-Glocke oder auf Gefällt mir. Falls Sie noch Tipps und Tricks haben oder Ergänzungen zu Farben und Businesskleidung, Genau. Schreiben Sie es ruhig in die Kommentare, dafür sind Sie da. Und ja, das hier ersetzt keine offizielle Farb- und Typberatung. Nein. Das sind nur die grundlegendsten Richtlinien. Wenn Ihr Farb- und Typberater Ihnen sagt, na, dunkelrote Anzüge oder rote Hemden und schwarze Krawatten stehen Ihnen aber super, dann können Sie das schon machen, solange es zu Ihrem Typ passt. Wichtig ist nur halt eben, dass Sie dann auch die Beratung sich holen und nicht einfach im Laden ein rotes Jackett kaufen. Ja, das passt nicht. Genau. Also, wenn es passen sollte zu Ihnen als Typ, gerne, aber Vorsicht. Erst fachkundige Beratung einholen. So, jetzt aber nochmal. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen.